So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen und zurück bei einem, bei einem neuen Spiele-Odyssee-Video. Und zwar Spiele, habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt einige, wie heißt, GameCube-Sachen fertig gemacht, ja, und würde jetzt ganz gerne mal die Dingsbums benutzen, die mobile Section, was der Graf Wallner denn so mobil spielt. Da gibt es eigentlich nicht ganz so viel zu machen, ganz so viel zu zeigen. Das bedeutet nämlich ganz einfach, ich ja, habe halt nicht so viele Apps auf meinem iPad bzw. iPhone, habe ich noch weniger Apps, was halt gerade so mobile oder Spiele-Section gilt. Was ich immer ganz gut spiele, ist Clash of Clans, Cooking Fever und Heyday. Das bedeutet, ich würde euch ganz gerne mal einfach mal so ein bisschen Überblick verschaffen über Clash of Clans kommt heute dran. In der nächsten Aufnahme ist es dann, wie heißt, ist dann eines der anderen Spiele. Also ich zeige euch nur Spiele, die ich wirklich regelmäßig spiele. Und einfach mal so einen Überblick verschaffen, nicht nur nebenher mal so in einem Stream für eine Sekunde oder so. Schwarzer Bildschirm liegt einfach daran, diese App lädt komischerweise extrem lange, wenn ich auf dem Dingsbums streame. Wenn ich auf dem PC streame. Warum, weiß ich nicht. Das hat aber wirklich einfach was mit der Aufnahmesoftware zu tun. Und das ist natürlich so ein bisschen schade. Weil bei der Odyssey würde ich ganz gerne das ein oder andere Logo dann schon mitnehmen und nicht einfach so mitten in der Aufnahme halt da, mitten im Spielgeschehen da ran, mich rantun. So, ich hoffe, das braucht nicht allzu lange. Keine 5 Minuten oder so, das wäre dann nämlich ein bisschen extrem. Währenddessen kann ich ja eigentlich mal mein Tablet sauber machen, aber so richtig will das jetzt auch nicht. Das habe ich jetzt schon zu lange nicht mehr gesäubert. So, naja. Gucken wir mal, hoffen wir mal, es läuft bald. Habe ich euch eigentlich schon die Story erzählt, dass ich mal mein iPad fast kaputt gemacht hatte? Hallo, warum? Das hatte ich nämlich auf der Arbeit mitgenommen. Das war an sich erstmal überhaupt kein Problem. Dann wollte ich halt die Scheibe sauber machen. Nee, das Spiel hat echt Probleme. Dann sollte ich das vielleicht mal kurz trennen. Und naja, auf jeden Fall hatte ich, wie heißt, damit mal ein, ja, so einen gleichen Schock hatte mir das Ding halt schon gezeigt gehabt. Und zwar folgendes: ich hatte das mal. Ach, na, wie heißt's? Wollte halt mal, wie gesagt, hier die Scheibe reinigen. Und dementsprechend. Oh, die kann ich eigentlich ein bisschen runtersetzen. Ist mir nämlich beim letzten Mal runtergefallen. Naja, und dementsprechend habe ich dann. Weißt du was? Ich mache das mal ganz kurz anders. So. Das Spiel scheint echt wirklich Probleme zu haben. Die Spiele scheinen alle echt zu Ladeprobleme zu haben, wenn ich die streame. Mache ich gleich, wenn das Spiel hier startet und ich mittendrin halt im Spiel bin. So, sieht jetzt besser aus. Genau, ja. Clash of Clans. Für Audioprobleme entschuldige ich mich, wenn es da Probleme oder Verzögerungen gibt. Also Verzögerungen werdet ihr wahrscheinlich auf dem Endvideo nicht sehen. Aber naja. So, ich bin jetzt hier bei Clash of Clans. Im Superclan God of Steel. Da wurde ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen eingeladen. Und ja, ansonsten spenden wir immer ganz gerne, ganz freudig. Und ja, ich kann euch den Clan mal so ein bisschen vorstellen. Und werde einfach mal ein bisschen. Gratisschub nehme ich gerne. Ich bin jetzt hier mit dem Dorf. Ich erzähle das ein oder andere. Wir können uns auch gerne mal so. Ich persönlich bin zu selten aktiv, um an Kriegen teilzunehmen. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen bedeckt.
Deswegen bin ich bei Klankriegen nicht so häufig dabei. Wir können uns das selbst mal so ein bisschen angucken. Und jo, ich bin jetzt hier. Ich persönlich mag es halt ganz und gar nicht, bei solchen Sachen wirklich zu rushen. Rathaus Rush, also Clash of Clans, werde ich wahrscheinlich nicht großartig erklären müssen. Rathaus Rusher gefallen mir halt gar nicht. Das merke ich halt extrem immer, wenn ein neues Rathaus-Level reinkommt, stürmen die Leute direkt darauf zu, ob sie nun so weit sind oder nicht. Das ist mal dahingestellt. Der Bröselpurz verursache Schaden bei du in Duellen, 800% Schaden und erhalte eine Rune des Bauarbeitergoldes. Das ist natürlich saugeil. Auf der anderen Seite habe ich natürlich hier noch den Goldpass und werde das auch gleich bekommen. Weißt du was? Komm, das machen wir. Machen wir es einfach mal durch. Gucken wir mal, ne? Auf jeden Fall mag ich halt dieses Rushen nicht. Ja, so leichte Störungen hört man dann schon im Dingsbums. Ich persönlich mag halt diesen Luftangriff ganz gerne. Und ja, es gibt halt ziemlich viele Rusher da, die einfach Hauptsache maximales Rathaus-Level und Kleinigkeiten nicht geballert. Ich werde mein Rathaus erst dann aufwerten, wenn ich auch dementsprechend soweit bin. Sieht ganz gut aus. Ich habe von unten angegriffen, um möglichst wenig hier zu bekommen, weil Lufttruppen, diese Landmine hier ist wirklich der Tod für meine Lufttruppen. Und deswegen möchte ich da so viel hinbekommen, wie ich möchte, so viel wie es geht. Ah, dieses Zeichen. Ich hasse es so sehr, Leute. Ich hasse es wirklich wie die Pest. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, aus irgendeinem Grund scheint das öfters zu kommen. Seit einer gewissen Zeit. Also es hat jetzt weder was mit der Übertragung noch mit der Internetverbindung zu tun. Vielleicht hat das was mit dem Repeater zu tun. Ja, hat sich wieder gefangen. Super. Sieht eigentlich ganz gut aus. 80%, 82%. Ist in Ordnung dafür, dass der ein Rathaus höher war als ich. Na, weißt du Bescheid? Also Rushen lohnt sich in meinen Augen eigentlich nicht. Mal gucken. Gut, hat ein bisschen gehangen, aber war ganz gut. Ja, der hat natürlich die Pekkas schon auf Level 18 und das ist halt immer so dieses Hin und Her, weißt du. Rusht das Neueste und dann Feuer frei. Oh, hier bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Von unten mache ich mehr Schaden, aber ich möchte auch das Rathaus kriegen. Das Rathaus ist allerdings dadurch geschützt, hier durch dieses Teil. Und das ist in der Nähe. Das bedeutet Lufttruppen. Ach, ist natürlich shit. Ich probiere es mal von unten. Mal gucken, mehr als verkacken kann man nicht. So, ich sind immer zwei Ballons und versuchen so möglichst bo viele Bomben und so viel Akro wie möglich reinzukriegen, dass meine Lakaien einfach halt hier reinhauen. Du darfst natürlich nicht warten, bis die Ballons down sind, sonst hier oben merkst du es zum Beispiel. Und dass es da dann ganz gerne auch mal anders aussieht. Naja, ist halt ein altes iPad Mini 1, was ich besitze. Das bedeutet, da merkt man dann schon manchmal ein bisschen, ist schon manchmal so ein bisschen am Schwächeln. Aber solange es seine Arbeit sehr gut macht, denke ich mir auch einfach, warum? Ja, da sieht man natürlich, was für eine, für die Lakaien ist das natürlich der Tod. Und das Ding ist auch halt extrem gut. Bin mal gespannt, ob ich das Duell gewinne. So ein guter Angriff hat es jetzt nicht. Von oben hätte ich vielleicht 50% bekommen oder weniger. Naja. So, man merkt vielleicht, dass es ein bisschen langsam ist. Ja, das war mir klar. Aber dafür kann ich das eigentlich machen, wenn ich da auf 800% komme. Dann könnte ich eigentlich einmal die Rune des Bauarbeitergoldes benutzen, um dann einfach mal meine Mauern hoch zu pushen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Wo steht denn das Ding? Okay, das Ding steht hier, das Ding steht da. Das bedeutet, ich versuche mal mit meinen Lufttruppen von unten anzugreifen. Das ist erstmal eine schöne Backfront an Lakaien. So, der ist am Arbeiten. Gut, der ist am Verbessern.
Das ist ganz super. Ja, wie gesagt, Clash of Clans eigentlich ein ziemlich cooles, schönes Mobile Game. Wo man sich so schon, je nachdem, ne, wenn man im Bus sitzt oder im Zug fährt oder gerade in der Schule, hier Berufsschule zum Beispiel, da, wenn man da mal eine Pause oder so hat, eigentlich super genial, sich da mal ganz schnell die Zeit zu vertreiben. Und ja, ich meine, man muss es ja nicht immer so extrem machen wie ich. Natürlich, klar, ich bin in der Aufnahme, aber ich finde es eigentlich ganz cool. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Webcam vielleicht ein bisschen umstellen kann. Dass man da so ein bisschen mehr sieht. Ja, das sieht doch ganz gut aus, ne? So, das Ding natürlich, jo. Ich glaube, die beiden lasse ich da jetzt nochmal das Ding machen. In 1,43, also in 1,40 ungefähr, müssten die das locker hinkriegen. Dann gehen die hier hin, werden sterben, aber die Prozente sind halt wichtig. Von daher, manchmal kann es nämlich, kann nämlich diese eine oder diese 2% auch genau der Prozent sein, der dich zum Gewinn bringt. Aber ziemlich häufig eigentlich eher, dass es halt machen wird, ne? Ich könnte eigentlich auch auf den Linksbums gucken. Ja, schafft ihr schon. Hm? Buschen, super. Ja, jetzt sind sie hinüber. So, der Gegner ist auch schon fertig, ist klar. Muss sich ja nicht jeder. Jo. Und war. Ja, seht ihr? Genau, das war der Unterschied zwischen Gewinn und Unentschieden. So, Grobi möchte Riesen haben. Kriegt er von mir natürlich. Jetzt will ich mal gucken, habe ich das mit den Schweinereitern schon verpasst? Jo, habe ich. Scheibenkleister. 207 Damage. Muss natürlich noch einen Dingsbums gewinnen. Ob ich die 800 durchziehe jetzt am Stück, weiß ich nicht. Ja, das hat er natürlich gut gesetzt. Oben und unten. Ich glaube aber, ich greife von unten an. Da setze ich mal 3. Hier jetzt meine Lakaienfront. Ja, mit der Taktik bin ich eigentlich ganz zufrieden. Weil ich habe halt auch schon viele andere Taktiken ausprobieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, ich krieg einfach, ja, das war schlecht. Da hätte ich den Ballon früher einsetzen müssen. Mit Bodentruppen wirst du durch die Mauern einfach zu stark gebremst. Habe ich so das Gefühl. Ja, da war das iPad gerade ein bisschen schwach. So, und der muss hinüber. Das könnte jetzt gut sein. Das war nämlich jetzt die Bange, die ich hatte. So, die Lakaien. Gut, das Rathaus habe ich hingekriegt. Wieder 60%. 800 brauchen wir, 260 haben wir jetzt. Das ist natürlich... Ja gut, eine Rune des Bauarbeitergoldes kriegst du natürlich nicht umsonst. Wie lange geht denn mein Schub noch? Ja, eine Minute. Komm, 1, 2 Angriffe können wir noch machen. Vielleicht. Da möchte ich jetzt einfach nicht... Muss nicht unbedingt gewinnen, weißt du, so im 3000, 4000er Bereich bin ich eigentlich ganz glücklich. Aber ich möchte halt auf jeden Fall noch so viel Damage machen wie möglich. Da sind mir die Sterne jetzt egal, weil ich da jetzt ein anderes Ziel habe. Na komm schon. Übertragung, bitte. Übertragung läuft. Unterbrech mal kurz die Übertragung. Jetzt läuft's wieder. Na komm schon. Was ist denn da los?
Ist natürlich ärgerlich, aber es kann natürlich sein, dass die das, da das eine Gratis-Version ist, genau das wollen. So, es hat natürlich jetzt mega gelaggt. Ich habe jetzt auch selbst nicht erwartet, was ich da für einen Schaden mache, aber 70% war eigentlich ganz gut. Ob der nun gewinnt oder verliert, ist, ob ich da nun gewinne oder verliere, ist mir eigentlich egal. 339, darum geht es mir. Einen Angriff kann ich noch machen. Mein Schub ist zwar jetzt vorbei, aber ich kann ja theoretisch noch den Uhrenturmschub nehmen, aber es reicht eigentlich. Ich meine, wie viel Zeit haben wir denn? 2 Tage, das reicht dicke. Die habe ich natürlich fertig. Ja. Dann könnte ich eigentlich. Ja, 75% der wird gewinnen. Wollen wir mal gucken, was in meinem Hauptdorf los ist. So, ich bin aktuell Rathaus Level 11. Das bin ich auch noch nicht so lange. Das bedeutet, ich habe noch nicht so viel maximiert. Aus Kriegen gehe ich halt raus, weil ich am Anfang halt natürlich die Adelartillerie gerusht habe. Das bedeutet, ich muss erst nächstes Rathaus sein, um das zu verbessern. Die Inferno-Türme müssten jetzt auch schon Maximum sein. Für mein Rathaus zumindestens. Beide natürlich. Die Bombentürme sind soweit fertig und meine X-Bögen. Was das Zeug fürs Lager angeht, also Entschuldigung, was das Zeug fürs Elixier angeht, sprich Kasernen und hier natürlich, wenn das jetzt weiterhin so abstürzt die ganze Zeit, dann ist das natürlich sehr doof. So, wollen wir mal gucken. Jetzt findest du dich wieder. Ich glaube, der hat irgendwie Probleme, wenn man längere Zeit aufnimmt. Naja. Ein paar Kleinigkeiten erkläre ich halt noch. Ich bin halt noch nicht ganz so weit, was das angeht. Hallo, ich würde gerne. Danke. So, ein paar Sachen würde ich gerne noch. Forschungstrank brauche ich nicht. Also es gibt Tage, da könnte ich echt doppelt so viel Dingsbums verkraften. Doppelt so viel Bauarbeiter. So, dann will ich diesen Busch noch entfernen. Überraschung zum 7. Geburtstag. Ja, nö, brauche ich jetzt nicht. Die Videos werden alle so ein bisschen länger. Ich hoffe, das passiert mir bei Cooking Fever nicht, weil da ist es natürlich ein bisschen schwierig. Was habe ich denn hier? 10 Schweinereiter. Das fülle ich mit Magiern auf. Sieben, okay. Und noch ein paar. Party-Magier, das sollte eigentlich ganz gut sein. Was fehlt mir da noch? Zwei herkommen und noch ein Mauervernichter. So in der Regel ist es halt bei uns im Clan, wir sind halt die Silent Kings. Ja, wir sind in der Meisterliga 3 aktuell. Gesamtpunkte läuft ganz gut. Kriege ist so 50-50, würde ich sagen. Wir sind eigentlich ganz gut, was Kriege angeht. Aber dementsprechend natürlich auch, wenn man halt im Krieg mitmacht, zumindest sich zumindest angemeldet hat, mitzumachen und dann nicht mitmacht, weil man es irgendwie verkackt hat oder so, ist man natürlich ganz schnell wieder draußen. Sieht man auch mittlerweile, was für ein Clan. Also, wir sind ein über 18er-Clan, mehr oder weniger. Manche haben noch ein paar. Hier die Tochter oder was weiß ich noch mit reingebracht. Daher hält sich das in Grenzen.
Sieht man auch mittlerweile, was, ja, stimmt, man sieht, dass wir Clan Level 14 sind, von daher Truppen werden um 2 Level verbessert. Ich bin gerade dran, meine Bogenqueen ein bisschen zu aufzuleveln. Die ist jetzt unterwegs auf Stufe 46. Das bedeutet, Stufe 50 ist halt das Maximum für das Rathaus. Danach werde ich mich um den Barbarenkönig kümmern und zwischendurch werde ich mal den hier reinsetzen. Den Wächter. Der ist auf Level 20 Max. Das bedeutet, ich bin schon ziemlich weit fortgeschritten auf dem Rathaus Level 11. Jo. Meine nächsten Pläne sind halt, wie gesagt, die Sachen. Hier die Teslas. Wie man schon sieht, sind 2 Stück am Verbessern. Die Queen ist dran. Hier sind 2 Stück am Verbessern. Wo ist denn jetzt der? Ich habe 4 Stück, habe ich verbraten. Ich sehe 2, 3. Ah, hier unten diese komische Falle. Stimmt, die habe ich auch noch gemacht. Im Labor. Ja, das meiste, was ich benutze, habe ich halt schon gemaxt. Die Magier könnten eigentlich noch hochgeballert werden. Ansonsten ist entweder hier sind Max-Level oder ich brauche ein besseres Labor. Und hier hinten die Truppen sind natürlich das Dunkelelixier. Nämlich, ich mache das meistens so: ich. Das Elixier ist ja relativ schnell verpulvert nach dem neuen Rathauslevel. Dann kommen diese ganzen Verteidigungssachen halt immer dran. Das Dunkle benutze ich immer für die Helden und am Ende sozusagen, wenn ich die Mauern mache, dann fange ich halt auch mit dem Labor an. Daher hier das Elixier halt nur noch für den Helden und fürs Labor und das dunkle Elixier dann später, wenn die Helden schon fertig sind, dann brauche ich den ganzen Kram nicht. Aktuell ist halt keiner online. Normalerweise bleiben die Anfragen nicht so lange. Bleiben die Anfragen nicht so lange offen? Jo, was muss ich denn noch machen? Ich habe mir natürlich einen Goldpass geholt. Ich brauche noch einmal diesen Sternbonus. Was haben wir hier? Verdiene Duellbelohnung 3-mal. Okay. Was ist das? Setze in mehr Spieler kämpfen. Zauber mehr von 125 Lagerplatz ein. Okay, das bedeutet 11 Stück pro Angriff. Na komm, greifen wir mal an. Einmal den Sternbonus muss ich noch holen. Dann habe ich da auch wieder ein paar Punkte. Ich mache mir mittlerweile nicht mehr so viel aus, also aktuell nicht so viel aus dem Loot. Ich gucke eher, wo kann ich am meisten Damage rausholen. Ich glaube, hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Mein 500 ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Die Frage ist, wo greife ich ihn jetzt an? Hier an der Seite wäre natürlich. Klappt's? Ja, klappt. Super. Ich greife von hier unten an. Ich weiß, dass der Mauervernichter leer ist. So. So, dann hier noch die Schweinereiter, weil die waren halt in einem Event. Sonst benutze ich die nicht so häufig, weil die in meinen Augen einfach zu schnell down sind. Und so einen Wutzauber habe ich noch. Den setze ich mal hier unten ein. Ja, es laggt ein bisschen. Aber es sieht ganz gut aus. Das Rathaus ist fertig, das bedeutet, wir haben schon mal gewonnen. Wir kriegen keine Niederlage. Die Packers sind auch noch gut am Laufen. Wir haben jetzt 50%, das ist gut. Oh, der Inferno-Turm hier in der Nähe, den hat er gut gesetzt. Ja, das Dunkle habe ich jetzt nicht so gut gekriegt. Aber ich bin mit dem Angriff so, was das angeht, so ein bisschen zufrieden. Hätte natürlich noch ein bisschen besser laufen können. Aber dann ist das halt einfach so.
So, wie lange sind wir denn schon am Aufnehmen? Oh, 25 Minuten ist natürlich schon viel. Wenn ihr wollt, kann ich ab und zu mal ganz gerne da mal regelmäßig Videos reinhauen. Dann natürlich auch gerne kürzere Videos. Und dann einfach mal gucken, wie es halt läuft. So, warum ist das jetzt? Da ist das iPad abgestürzt, beziehungsweise nicht das iPad, sondern die App. Und dann hat er natürlich sich nicht mehr gefangen. Und das ist schade. Aber wie gesagt, ist halt ein altes Ding, von daher. Kann ich da jetzt auch nicht so viel abverlangen. Ja, lädt er jetzt noch mal oder nicht? Was passiert jetzt? Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man es jetzt nicht, wenn man es nicht jetzt nicht mit dem Emulator macht, dann ist es immer technische Probleme. Gut, wenn das jetzt nicht sofort läuft, dann kann ich auch mal ein paar Abschlussworte sagen und mache dann nicht mehr so lange Aufnahmen. Ich glaube, das Pad sagt dann einfach jetzt, irgendwann schickt's. Mal gucken, bin auch schon auf der Suche nach einem neuen Gerät. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, klar hat es schon Gebrauchsspuren. Aber ich bin mit dem kleinen Ding eigentlich super zufrieden. So, das habe ich gemacht. Was haben wir denn hier? Gewinne 4 Mehrspielerkämpfe in Folge. Oh, in Folge ist natürlich hart. Das macht aber nichts. Ja, der letzte Angriff war eigentlich ganz gut. Da kann man nicht meckern. 339. Jo, gut, ich würde sagen, mein Clan habe ich mal so vorgestellt. Und wir können ja dann, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, da mal öfters was zu sehen, dann auch ganz gerne mal, ja, ja, jetzt weiter machen. Na gut, Verteidigungslog habe ich natürlich ziemlich viele Verteidigungen verloren. Einfach durch den Season Pass hatte ich eine Zeit lang richtig volle Lager, ja, so bis zu 20 Millionen. Und deswegen habe ich da extrem viel Zeug verloren. Wo waren das, wo ich so extrem viel verloren hatte? Hier zum Beispiel. Verbindung verloren. Ja, das ist natürlich immer ärgerlich. Naja, gut. Man sieht sich. Clash of Clans, ein cooles Mobile Game. Hat mir, spiele ich immer noch ganz gerne aktiv. Macht Spaß und ja, mal gucken, vielleicht. Hat der ein oder andere auch mal Bock? Also mein Clan ist halt offen, aber worauf die überhaupt nicht stehen, ist dieses. Worauf die überhaupt nicht stehen, ist halt dieses permanente rein und raus. Also dieses rein raus ist halt immer scheiße, was in Clash of Clans leider so ein bisschen gang und gäbe ist. Von daher schwierig. So, jetzt lege ich das wieder in den Dingsbums. Und ich würde sagen, ich beende die Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video der Spiele-Odyssee. Das die nächste Spiele-Odyssee wird sein. Mit der GameCube bin ich eigentlich noch nicht so ganz fertig. Aber ich weiß nicht, ob ich. Ich muss erst nochmal testen, ob die Spiele überhaupt so in Ordnung sind. Das wäre natürlich jetzt die Nummer 13, Clash of Clans. Kommen natürlich noch ein paar, zwei Spiele hier hier mobile dazu. Ansonsten zocke ich mobil nicht so viel, weil mobil habe ich meistens dann auch auf der Arbeit und alles mit dabei. Und von daher, naja. Was ich halt dafür viel habe, sind halt, wie man dann eben schon gesehen hat, so Sachen wie Präsentation und so ein Scheiß. Ja, das hier, South Park App ist klar.
Taschenrechner muss man extra installieren, weil Apple es fürs iPad nichts mit reinbringt. Ansonsten hier Google-Übersetzer, Scanner, Amazon, Präsentation, wenn man sich um für irgendwas zum Beispiel unterwegs ist und man muss sich für irgendwas vorbereiten oder so, ist so eine Brainstorming-Präsentation eigentlich auch ganz geil. Hier natürlich, hier halt noch Bibel-App. Halt Müll und ansonsten, ja, nichts Interessantes. Also bis dahin hier, macht's gut, ciao.